dass er sich gut in die Hand schmiegt. Also dass ich wirklich, wenn ich mit Daumen und Zeigefinger fahre, auch gut balancieren kann zum Beispiel und der Antrieb auch besser funktioniert. Ich kann da mit dem Gecko wieder längere Strecken und weitere Strecken fahren und ich muss nicht mehr so viel Kraft aufwenden, weil ich bin ja nach kurzer Zeit total erschöpft und das macht dann auch keinen Spaß mehr. Und so ist halt gewährleistet, dass ich dann auch ein bisschen länger fahren kann. Durch den Gecko, der hat ja oben hat er so ein Gummi und ich habe mehr Grip. Mehr Grip heißt auch mehr Sicherheit. Das heißt, ich kann schneller abbremsen, ich kann aber auch schneller Gas geben. Also ich finde es toll. Ich bin dadurch aktiver geworden, ne, und benötige nicht mehr ganz so viel Hilfe wie sonst. Ne. Das macht einen natürlich auch stolzer. Du hast wirklich mehr Vertrauen zu dem eigenen Stuhl. Ne. Du lässt den Rollstuhl einfach mal rollen und weißt dann, dass du vernünftig bremsen kannst, was du vorher eben nicht machen konntest. Ne. Ja. Ich bin erstaunt, wie großflächig man hier greifen kann, wie das Handling so einfach ist und wie man auch vom Bremsen her sich nicht überall die Blasen an die Hand holt. Erstaunt mich sehr, dass es da doch so himmelweite Unterschiede gibt. Ja, geil. Also für mich eine super Erfahrung, ist genau das, was ich gesucht habe. Ich habe jetzt den Rollstuhl geknallt, Titanreifen und war einfach unzufrieden mit dem Grip, den ich so hinkriege, insbesondere wenn es mal irgendwie regnerisch wird oder so. Und mit dem Gecko habe ich gerade ausprobiert, echt, man hat was in der Hand, man hat Grip. Und man kriegt einfach die Kraft auf die Straße und das war das, was ich gesucht habe.